Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial von Meine Backbox. Zusammen machen wir heute Sauerteig-Pancake-Törtchen im Ombre-Look. Die lockeren Pancakes in Herzform werden mit luftiger Nougat-Mousse und Erdbeermarmelade gestapelt und schmecken daher nicht nur super lecker, sondern sehen auch noch zum Anbeißen und hübsch aus. Du brauchst dazu aus deiner Box die Lievito Madre von Ruf, die natürliche Pulverfarbe Magenta von Eat a Rainbow, Nougat-Mousse von Comet Pöhle, die Betty Bossy Pancake-Schablone, Glück passiert aus Erdbeeren und Kornblumenblüten von Rosi Rose. Für den Pancake-Teig vermischst du Lievito Madre mit Mehl, einer Prise Salz, Zucker und Vanillezucker. Gib dann flüssige Butter, ein Ei und lauwarme Milch hinzu. Alles mit einem Schneebesen für ca. eine Minute verrühren, bis ein homogener Teig entsteht. Mit ca. 1 Teelöffel der natürlichen Pulverfarbe den Teig einfärben. g des Teiges in eine Schüssel geben und zur Seite stellen. In den restlichen Teig nochmals Pulverfarbe geben und so dem Teig eine kräftigere Farbe geben. Wieder 220 g des Teigs in eine Schüssel zur Seite stellen. In den übrigen Teig erneut Pulverfarbe geben, um ihn nochmal kräftiger einzufärben. Die drei Schüsseln dann abgedeckt für ca. 20 bis 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen, bis sich kleine Blasen bilden. Nach der Gehzeit den Teig in die Form der Schablone geben, ca. 1,5 Esslöffel pro Herz. Auf niedriger Stufe jede Seite für ca. 4 Minuten braten. Mit allen Teigfarben genauso verfahren, sodass pro Farbe 4 Pancakes entstehen. Die Form erst umdrehen, wenn die Oberfläche nicht mehr flüssig ist. Die Pancakes abkühlen lassen. Für die Füllung das Nougat-Mousse-Pulver mit kalter Milch kurz verrühren. Dann auf höchster Stufe für 3 Minuten kräftig aufschlagen, bis eine luftige Masse entsteht. Die Mousse nun in einen Spritzbeutel füllen und ein ca. 8 mm großes Loch abschneiden. Die Masse in Tupfen zuerst auf die am kräftigsten eingefärbten Pancakes aufspritzen. Die Marmelade über den Tupfen verteilen. Am einfachsten geht das, wenn du die Marmelade in einen Spritzbeutel füllst. Dann die Pancakes mit dem mittleren Pinkton aufsetzen. Erneut Tupfen aufspritzen und Marmelade verteilen. Anschließend die hellsten Pancakes oben aufsetzen. Die Oberseite dann nach deinem Wunsch mit Mousse und Marmelade verzieren. Beispielsweise wieder komplett mit Tupfen oder auch nur Tupfen am Rand und Marmelade in der Mitte als kleines Marmeladenherz. Hier sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Zum Schluss nur noch mit den Kornblumenblüten dekorieren. Dann genießen. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Mitbacken. Hinterlass uns doch einen Kommentar, wie dir das Rezept gefallen hat und abonniere unseren Kanal, damit du kein Rezept mehr verpasst. Bis dann, tschüss!